Schloss Herrenhausen, die Sommerresidenz der Welfen. Händel und Leibniz gingen hier ein und aus. Zerstört im Bombenhagel 1943, eine Lücke im Stadtbild, die jahrzehntelang bleibt. Juli 2009. Nachdem die Hannoveraner viele Jahre ergebnislos über den Wiederaufbau gestritten haben, setzt sich eine Idee der Volkswagen-Stiftung durch. Das Schloss soll so wieder aufgebaut werden, wie der Hofbaumeister Laves es um 1820 gestaltet hatte, aber mit einer Nutzung als Tageszentrum und Museum. Besiegelt wird dieses Vorhaben zwischen der Stadt Hannover und der Volkswagen-Stiftung an historischer Stätte. Bei ersten Grabungen werden die Fundamente des zerbombten Schlosses freigelegt. Gleichzeitig werden neue Grundrisse angefertigt. Nicht nur, weil das Schloss eine neue Bestimmung bekommt. Die historischen Originale existieren schlicht nicht mehr. Geschichte mit der Gegenwart überzeugend zu verbinden, das ist die Herausforderung im Architekturwettbewerb zum Wiederaufbau des Schlosses. Die Idee des Hamburger Architekturbüros Jastremski-Kotulla überzeugt die Jury. Ein unterirdisches Auditorium, beleuchtet von eleganten Lichthöfen. Ein Festsaal mit Konzertakustik, zwei Seitenflügel für ein Museum. Mehr als 8 Meter tief ist die Baugrube. Doch bevor der Rohbau beginnt, werden Bohrungen für die geothermische Versorgung des Schlosses durchgeführt. Eine aufwendig konstruierte Bodenplatte macht das Schloss wasserfest. Pünktlich ist das erste große Etappenziel erreicht. Die Grundsteinlegung ist ein öffentliches Ereignis. Vertreter aus Kultur, Gesellschaft und Politik strömen herbei, auch wenn vom Schloss selbst noch nichts erkennbar ist. Das ändert sich jedoch sehr schnell. Wo im 19. Jahrhundert mühsam Stein auf Stein gelegt wurde, gibt heute Stahlbeton dem Bau fast wöchentlich ein verändertes Aussehen. Der Hörsaal wächst aus der Tiefe. Dann Hauptfassade und Schlossflügel. Schon bald ist die Baugrube nahezu verfüllt. Und mit vereinten Kräften wird ein weiterer Meilenstein anvisiert, das Richtfest. Die Richtkrone schmückt den Dachstuhl, der Zimmermann bittet um Gottes Segen. Der Fortschritt erfreut die Besucher. Nun ist der Rohbau vollendet. Mehr und mehr entsteht in den Herrenhäusergärten eine vertraute, aber auch neue Silhouette. Ein erster Schritt durch das alte, neue Schlosstor zeigt bereits, hier waren Könige zu Haus. Von außen und innen, das Schloss nimmt zunehmend Form an. Ob im Hörsaal, den Lichthöfen oder dem großen Festsaal. Überall erkennt man, welche Möglichkeiten der Neubau bieten wird. Noch bestimmen die Handwerker das Bild. Im modernen Treppenhaus, in den Tagungsräumen, wo die Möbel bereits warten, im Hörsaal und im Festsaal. Bis zur Vollendung kann es nicht mehr lange dauern. Zu Beginn des Jahres 2013 ist es dann soweit. Die ersten Gäste betreten die neuen Räumlichkeiten. Die feierliche Eröffnung zeigt das Schloss als gelungene Umsetzung von Tradition und Moderne. Kurz darauf ist auch außen von den Bauarbeiten nichts mehr zu sehen. Das Ensemble fügt sich wieder nahtlos in die Landschaft der Herrenhäuser Gärten ein. Ganz offensichtlich, Schloss Herrenhausen ist wieder da. Für die Bürgerinnen und Bürger Hannovers, für die Wissenschaftsgäste aus aller Welt.